Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battletech. Und ja, jetzt endlich haben wir es. Bisschen Gehampel hier, auch im Hintergrund hört er hoffentlich nicht zu viel davon. Also wenn sich das immer mal so anhört, als wäre Wind oder die Motoren, hört man glaube ich nicht, weil hier im Hintergrund ein bisschen was läuft. Aber gut, das ist alles egal. Wenn es euch jetzt nicht zu sehr nervt. Ne, warte mal, nicht Load, sondern wir machen natürlich einfach Continue. Denn ich spiele im Moment eh nichts anderes, wenn als diese Kampagne hier. Und wir müssen ja irgendwie mal weiterkommen. Beim letzten Mal habe ich ja Missionen so ein bisschen gemacht, dass ich die Häuser gegeneinander ausspiele, damit das mit dem Ruf für mich noch passt. Und dann war ja der Plan, jetzt zu einem neuen Planeten zu fliegen, wo man so eine fette 5er-Mission machen kann. Also 5-Sterne-Rating hier. Ich guck mal eben noch, ob hier auf dem Planeten noch was war. Nee, wobei doch, man könnte die ja einfach machen. Dann geht man halt weiter runter mit dem Ruf bei den Kapellanern. Oder eben beim Draconis-Kombinat. Da bin ich friendly. Bei den Kapellanern bin ich sowieso verhasst. Okay, dann spielen wir weiter gegen die. Denn dann würde ich sagen, mache ich die Mission noch. Mal gucken, ob ich noch genug Max habe. Oh, nee. Alles in Reparatur quasi. Gut, in diesem Fall nehmen wir den Auftrag hier an. Save the Prototype. 1,4 Millionen gibt es dafür oder halt fett Loot. Ich gehe mal voll auf Loot, weil da gibt es bestimmt geile Mechs und sowas. Gucken wir mal. Ja, und dann fliegen wir mal dahin. Auf dem Flug, denke ich, werden die ganzen Mechs repariert. Ich meine, das hätte ich beim letzten Mal alles schon richtig eingestellt. Ich gucke aber mal kurz. Sieht aber ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Aha. Okay, Draconis-Kombinat ist happy, deswegen gut, dass ich gerade diese Mission nicht noch gemacht habe. Und ja, kohlentechnisch, zwar geht es ein bisschen nach unten, aber ne, ihr wisst ja, wenn ihr die Videos geguckt habt, eine Menge Max irgendwie am Start, die ich noch verkaufen könnte und von daher alles easy. Wer sich an Mech Commander 2 erinnert, was übrigens ein mega geiles Spiel war, wobei, ne Moment, Mech Commander 1, also Mech Commander 2 war auch mega geil, aber bei Mech Commander 1 gab es ja eine richtig coole Kampagne zu zocken, so auf dem Planeten, und da war ja die Story, dass, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, aber sich alle großen Fraktionen quasi da versammelt haben. Und man hat dann erst, da man ja Söldner spielt, man irgendwie für alle, da hat man erst für das eine Haus, dann für das andere, dann für das dritte, für das vierte und so weiter gespielt. Und teilweise auch eben so gegeneinander ausgespielt. Das war richtig geil gemacht, weil das so aufeinander aufgebaut war. Sehr cool, nur schwer das Spiel noch zu spielen. Und ich sag mal, ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Gleich noch was mehr zu spielen. Ich habe nämlich noch was anderes als Tipp vielleicht für den einen oder anderen. Aber erstmal hier dieses Event. Also, Doctor's Orders, Mokassin und Megasaur sind ihr. Megasaur sind da irgendwie wieder dran. Mokassin hat irgendwie ständig was. Okay, also es geht darum, dass jemand schneller da raus will und ja, einfach nicht mehr überwacht werden möchte in der Medbay. Deswegen könnte ich jetzt sagen, okay, komm, hier, die Medtechs sollen mal einfach ein bisschen irgendwie Füße stillhalten und das nicht so eng sehen und den eher rauslassen. Oder ich kann Mokassin disziplinieren und sagen, nee, Alter, du musst hier bleiben, weil das wichtig ist. Oder ich kann natürlich mein Training-Module nutzen und sagen, während er sich da erholt, darf er aber trotzdem extra Zeiten im Trainingsmodul verbringen quasi und dann ist er vielleicht happy. Die Sache ist, der Typ hat doch jetzt schon extra Zeiten im G-Pool-Bereich. Ey, der kriegt hier alles. Naja, aber er bekommt Experience und der andere auch. Ja, weil die das so beeindruckend finden, weil die das so beeindruckend finden, wie ich das quasi geregelt habe. Und die dürfen jetzt zusammen da immer Training machen und dann ist halt alles geil, so. Okay. Piloten sind jetzt einige auch wieder einsatzbereit, das ist schön. Der Black Knight wird genau nicht mehr fertig, aber da könnten wir noch einen Tag vorspulen, wobei vielleicht brauche ich den noch gar nicht. Gucken wir mal in die Mission. So, höchster Schwierigkeitsgrad, eine Eskortierungsmission, was natürlich dann jetzt, ist immer so eine Sache. Ja, aber da muss ich mal gucken. Also ich werde die Banshee auf jeden Fall mitnehmen, weil sie nicht so ganz lahm ist. Der Battlemaster ist okay, der bleibt. So, und jetzt muss ich schon gucken. Ich habe, okay, natürlich kommt der Highlander mit und als letztes sollte ich
eigentlich einen Marauder nehmen, wegen dem reduzierten Schaden, den meine Lanze dann kriegt. Oder aber einen Archer, weil halt total geil. Ich denke, ich gehe aber auf den Marauder, weil es einfach, ja, die sind auch ähnlich ausgestattet. Der eine hat 3 Large Laser statt der AK-5, der andere hat 2 Large Laser AK-5. Wir nehmen ihn mit der AK. So, und ich setze jetzt mal nur die Besten. Okay, die Piloten sind eh alle cool, aber wir setzen mal uns selbst ein. Starbird hier, wir dürfen die Banshee auch kommandieren. Sehr geil, wobei der Highlander eigentlich der geilste Mech hier im Moment ist. Aber gucken wir mal. Bin gespannt. Escort ist immer so eine Sache. Da kann es durchaus sein, dass die Gegner einem die befreundeten Fahrzeuge wegballern. Und man kann nicht viel dagegen machen. Deswegen muss ich teilweise wieder Feuer auf mich ziehen, denke ich. Aber wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ich hoffe, dass ein, zwei geile Mechs dabei sind, die ich erbeuten kann. Oh, sorry fürs Mikrofon. Ich denke auf jeden Fall, mit den Mechs, die ich dabei habe, sollte das klar gehen. Ich check einmal eben, ob das Video noch läuft. Ja, tut es. Ich hoffe, der Ton läuft auch, denn das zeigt er mir irgendwie nicht richtig an. Aber ich habe es vorhin am Ausdruck. Achso, genau. Noch der Tipp fürs Game. Und zwar, es gibt einen Dawn of War 2 Mod, wo man, das war Dawn of War 2, meine ich, wo man mit Mech spielen kann. Also quasi ein Battletech-Mod dafür. Gab es zumindest mal. Sah auch ziemlich geil aus. War noch ein bisschen eckig und kantig. Ist jetzt auch schon Jahre her, dass ich das mal gespielt habe. Gab es aber. Und, wie gesagt, sah gar nicht mal schlecht aus. Also, falls das jemand interessiert oder falls jemand Dawn of War 2 hat, haben ja wahrscheinlich einige Leute von euch, weil es einfach ein mega geiles Spiel gewesen ist damals. Eigentlich immer noch geiles. Laufen auch immer noch Liga-Sachen und so Zeug. Habe ich mir immer mal ganz gerne reingezogen. Ja, also wer das irgendwie noch hat, der könnte ja mal schauen, ob er... Warte eben noch ab. Ob er vielleicht sich da mal den Mod zieht und mal reinguckt oder so. Ich meine, andersrum, wenn man Bock auf Battletech hat, würde ich sagen, ist das hier eh das Spiel im Moment, was man halt haben muss und wo man richtig nice zocken kann. Ich würde eigentlich gerne... Ja, okay, gehen wir trotzdem denn. Ich meine, es ist ja eine Banshee. So, ein Dragon als Gegner, sehr geil. Zikade und ein Thunderbolt. Dragon ist wieder so ein Mech. Ich finde den ziemlich... nett, also nicht richtig cool, aber schon ganz geil vom Design, weil der ist wieder so, der ist nicht so ausmaximiert. Also ich meine, die Knarren sind jetzt nicht schlecht, sind aber halt auch nicht geil für einen 60-Tonner. Geschwindigkeit okay, Panzerung okay, ich mag den auf jeden Fall. Ist nicht schlecht, ist halt nur nicht so das Stärkste. Also hier so ein Thunderbolt ist natürlich um Längen geiler, aber okay. Deswegen ist auch die Frage, ob ich erst den Thunderbolt oder erst den Dragon angehe. Ich glaube erst den Thunderbolt, der hat natürlich auch ein bisschen mehr Panzerung. Aber ja, wir nehmen zuerst den Thunderbolt. Noch ein bisschen weit weg. What's the plan? Ja, ich komme aber nicht mit allen. Okay, der Highlander ist ja sowieso langsam ohne Ende. Confirmed. Ja, wir lassen den Highlander da mal so stehen. Der hat jetzt überhaupt nichts an Evasion, aber... irgendwas ist halt gemacht. I hear ya. Roger that. Firing on target. Super Treffer bisher. Ihr seht, wie die Panzerung schmilzt. Und der hat ja nun mal einiges. Der Battlemaster wird noch nicht in Reichweite sein mit seinen Knarren, weil der eher alles auf kurze Distanz hier hat. Deswegen werde ich ihn sprinten lassen. Aber ich sag mal, wenn die jetzt, und er ist im Wald, wenn die jetzt auf den Battlemaster schießen, treffen sie am schlechtesten von allen, ist das schon in Ordnung. Ey, wieso hat er nur einen Large Laser geschossen? Ist ein bisschen albern. What can I do for you? Ich meine, Thunderbolt hat jetzt nicht wirklich Hitzeprobleme. Ich glaube, fast ein Evasion und aber den Wald dabei haben ist besser. Deswegen mache ich das. Ich sag mal, die Evasion-Marker verliere ich ja, wenn ich beschossen werde. Also ne, pro Beschuss immer einer weg.
aber die Deckung nicht. Seht das, jetzt geht er von 2 auf 1. Damage minimal. Mit dem Marauder ist irgendwie so eine Sache. So ist er eigentlich besser als mit 2 PPK und AK-5 und 2 M-Lasern, weil Hitzemanagement besser funktioniert. Man hat, kann nämlich mehr Heatsinks mitnehmen und hat nicht wirklich viel Feuerkraft verloren. Aber erstens mal ist eine PPK geil und ein Large Laser eigentlich nicht. Und zum anderen, ja, ich weiß nicht, da fehlt dann so ein bisschen der Style, der Punch. Aber trotzdem ist es halt effektiv. Eigentlich ist bei mir hier auch überhaupt kein Mac mehr Stock. Okay, einfach nach vorne, weil die Banshee soll auch durchaus mal einen Nahkampf zuhauen. Also im T-Bolt haben wir es jetzt schon gut gegeben, ja. Oh, nice. Munitionsexplosion, bam, weg. Yes, Commander. So, und der Battlemaster könnte jetzt hier... Okay, die Zikade erst angehen, weil die haben gleich viel Evasion-Marker. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon trigger, ob das Feld zählt, als würde ich drinstehen oder nicht. Ja, ist... Ja, na, geil. Naja, keine Ahnung. Sehen wir gleich. Weil ich denke, sobald ich da bin, dann wird hier dieser Konvoi starten und dann wird wahrscheinlich auch Gegnerverstärkung kommen und so. Ja, wie ich es gedacht habe, ist getriggert. Oh, das ist natürlich scheiße. So. Waiting on you, Commander. Jetzt kommen von der anderen Seite noch Gegner. Ich hoffe, dass ich da hoch kann. Sollte aber eigentlich, deswegen würde ich ganz gerne mit dem Marauder einfach da rumsprinten. Ah, das ist natürlich nicht ideal hier. Ich hätte auch mal vorher gucken können, in welche Richtung der Konvoi denn fährt. Reporting. Banshee könnte dem hier jetzt mal einen mitgeben. Mach ich auch, weil die MG schießen trotzdem alle. Wahrscheinlich ist der jetzt weg. Ja, jetzt die rechte Seite noch komplett abgedeckt, fast nichts mehr haben. Genau. Ich meine, das macht man auch nicht, sich vor eine Banshee stellen mit so einem Teil da. Okay, dann ziehe ich den Battlemaster nämlich jetzt hinten auch noch rum. Ist immer nicht ideal, sich so aufzuteilen, aber naja, ne, wir sind ja hier zum Schutz und überhaupt. Yes, Commander. So, der Highlander wird eh mal ein bisschen nachhängen. Frage ist, ob ich hier ein Feld finde, wo die LSR auch 70% nicht zu viel Abzug hat. 35, okay, das wäre zu nah, aber die Small Laser kann man mitschießen. Und hier eben genau nicht. Machen wir lieber so. Consider it done. I understand. Ist wahrscheinlich genau da durch. Was haben wir da? Ah, sie ist nicht. Nee, Kintaro. Kintaro geil wegen dieser Burst-Feuerkraft. Okay, und das Funz, der Marauder kann da hochlaufen. Und ich schieße jetzt hier mal direkt auf, auch wenn ich jetzt mein Feuer immer ein bisschen aufteilen muss, aber ich muss die einfach auf mich lenken anstelle vom Konvoi. Ja, die machen den Dragon noch fertig, aber ich muss dabei weiter vorrücken, weil ich meine, von da links kam auch noch irgendwas. Grasshopper. Okay, einer ist nämlich jetzt schon kaputt. Ja, das ist echt nicht ohne. Da oben haben wir noch einen Marauder. Grasshopper kriege ich nicht. Doch, hier kriege ich den Grasshopper. Okay, weil da gehe ich hiermit jetzt hin und gehe mal auf den Grasshopper. Passt mir gar nicht, weil der da ganz gut eigentlich gedeckt ist.
Aber, wie gesagt, ich muss die jetzt alle irgendwie anschießen, damit die auf mich schwenken und nicht den Konvoi fertig machen. Das ist echt ätzend. Ah, okay, die fahren hier rum. Ja, da muss der Marauder natürlich weg. Das werde ich, denke ich, mit der Banshee jetzt gleich machen. Also ihn zumindest angreifen. Ja, kann ich mich nicht jetzt gerade weiter um den Dragon kümmern, sondern... Hier müsste ich ja theoretisch beide kriegen von dem Winkel. Also zumindest laut Anzeige. Mach ich mal. Weil... Dann kann ich ihm nämlich noch die ganzen Waffen drücken. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Ich glaube, da ist besser, weil ich hier eh hochgehen muss. Have no doubt, it will be done. Doof mit der LSR-20, weil die will ich eigentlich eher haben. Und da der Highlander so langsam ist, kann der dann immer von hinten noch so ein bisschen mit supporten. Da habe ich jetzt nicht so viel Munition für. Aber der Dragon muss halt da weg, sonst habe ich den hier gleich im Rücken. Deswegen hole ich alles drauf. Sehr schön, er ist abgelenkt. I'm taking heavy hits, Commander. What can I do for you? Heavy Hits, Mimi, stell mal nicht so an. So einen Grasshopper habe ich schon. Ich denke auch wieder, das bessere Feld, aber da kriege ich den Kintaro nicht. Ich gehe hier hin. I read you, Commander. Moving out. Give it. Sehr schön, da hat er schon mal ein bisschen was von der Bewaffnung verloren. Another hit like that and you're toast. Also, what? Alter. Habt ihr das gesehen? Der hat uns den Kopf abgehauen. Okay, that was bad. Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Yikes. That is hard. Vor allem die Banshee war ja noch fast frisch. Das ist das eine, was schon mal richtig kacke ist und dass er dann den Kopf trifft. Aber... Alter, das ist Starbird, das ist der Anführer von dieser Söldnereinheit und er ist jetzt dead, oder was? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe kaputt, das ist jetzt Rache. Boah, geht mir das auf den Sack. Vor allem hatte ich den Leader, also das ist ja quasi der Typ selbst, der man ist, hatte ich den ja eine ganze Zeit nicht eingesetzt, weil ich mal die anderen Piloten hochgelevelt habe und so weiter. Ja, und jetzt nehme ich ihn wieder mal mit und was ist? Bam, direkt. Alter, ist das scheiße. Reporting. Enemy vehicle eliminated. Ja, geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Waiting for orders. Nicht ideal, weil ich den Grasshopper gleich im Rücken habe. Deswegen mache ich mal Reserve. Alter, der Dragon geht mir echt auf die Eier im Moment. Das kann doch nicht wahr sein. Na, aber cool, die Mission ist jetzt schon echt nicht ohne. Gar nicht mal so sehr, weil wir so überkrass starke Gegner haben, sondern mehr aus dem Grund, weil irgendwie, also zum einen sind die hier ganz gut aufgeteilt und ich meine, das ist schon ordentlich, also auch der Schreck gerade dazwischen. Aber der Verlust, Alter. Nur noch wir sind dran. Okay, das heißt, ich kann mir gut überlegen, was ich mache. So, der könnte ich cool band und dann schießen. Er hat keinen Evasion. Er ist gerade relativ gut gedeckt. Er hat keinen Evasion.
Dem würde ich ja gerne in den Rücken ballern, aber doch, kriege ich sogar. Ja, wir haben einen Marauder in den Rücken hier. Ich nehme sogar mal einen Precision Strike, damit wir genau in den Center schießen. Ne, das war aber nicht der Center. So, da will ich hinschießen. Commencing Alpha Strike. Okay, also wir haben auf jeden Fall natürlich interne Schäden gemacht, aber ich glaube... Ah ne, der ist fast weg. Aber halt nur fast. Ich glaube, mit dem komme ich nicht... Ne, da komme ich hinten nicht rein. Ich könnte in Nahkampf gehen, dann kühlt er auch ganz gut ab. Ja, mache ich mal. Ich habe zwar das Cooling, aber ich meine, man kann ja auch einfach mal einmal zuhauen, ne? Oder zu treten in dem Fall. Yes, Commander. Ich hoffe ja irgendwie immer noch. Komm, dann haut er jetzt auch einfach einmal zurück. Einfach nur so, rachetechnisch. Bam. Nee, ich hoffe ja trotzdem noch, dass nach der Mission der irgendwie doch, weiß ich nicht, recovered ist oder so. Aber eigentlich, ich sag mal, eine Mech-Faust genau ins Cockpit von so einem... Meine ist ein 60-Tonner, aber von so einem relativ schweren Mech, da ist eigentlich da nur noch Matsche, ne? Commander? Okay, und jetzt kriegt er nochmal in den Rücken hier. Right, Commander. So, und ich gebe nochmal was hier für Precision Strike aus, weil ich echt sicher den Center haben will. Cooling machen wir nächste Runde. Ja. So, weil ich meine, Grasshopper kann richtig viel verpacken, aber natürlich so nicht. Also zwei Runden mit dem Marauder in den Rücken geschossen. Good to go. Machen wir doch hier das gleiche Spiel. Na toll, aber ich stehe falsch. Weil er gerade nach da geguckt hat. Boah, ist das kacke. Okay, dann schieße ich einfach nur auf ihn, glaube ich, weil er schon ganz gut angegriffen ist. Ja, naja. Roger. Liegt wahrscheinlich noch am Schock, dass mein Junge wieder tot ist. Scored a critical hit. Awaiting orders. Na, er kann den Beschuss nicht aufteilen. Reporting. Ja, komm, yes, ich hau noch mal zu. Ich glaube, kann der gar nicht mehr verpacken. Engaging. Oder doch, weil man einfach jetzt alle Bereiche trifft irgendwie an. Okay. Tango down. Damage holding firm. Waiting for orders. Awaiting orders. I understand. The target is confirmed. Yes, Commander. Die beschweren sich, dass ich da nicht in Reichweite bin. So, aber jetzt in den Rücken. Also, der steht nach da gucken. Das heißt, wenn ich hier hingehe, bin ich doch im Rückenfeld, würde ich mal meinen. Und da auch. Ich hoffe mal, das stimmt. Achso, kann man ja an den Dingern da unten sehen. Weil, aber doch, jetzt sind wir auch im Rücken. Okay. So, Cooling und Precision Strike in den Rücken. Ich meine, ist eigentlich gar nicht mehr möglich, weil ich bin jetzt so überlegen, also Mech-technisch hier gerade. Aber trotzdem, ne? Die
diese Deckung nehme ich ihm dadurch auch. Okay, den mache ich jetzt gleich fertig. Damage minimal. Commander? Ne, wir schießen lieber. On my way. Auch mal schön in alle Bereiche irgendwie, aber hat trotzdem gereicht, um ihn zu zerstören. Ich meine, der hat ja nicht mehr viel, ne? Reporting. Receiving you. Ja, genau, an den Dingern da unten sieht man es ja. Also an diesem Kreis um den Mech rum. Signal. Enemy down. Meinen schwersten Mech, also die Banshee verloren und aber vor allem den Piloten, Junge. Den Unit Leader. Wieso kann ich mit dem nicht sprinten? Yes, Commander. Komisch. Boah, Junge, hallo? Boah. Ist er immer hier links auf das Dings gekommen, ne? I copy. Commander? On it. Confirmed. Got it. Hold this position, Commander. The package will be on its way. Jetzt kriegen die nochmal Verstärkung. Die versuchen jetzt quasi nochmal in einer letzten gebündelten Anstrengung hier es zu verhindern, dass dieser Konvoi fliehen kann. Moving out. Roger that. Digging in. Alter, was? Boah, Junge. Jetzt ist das Dropship genau auf dem Mech gelandet. Normalerweise ist doch da immer so eine Anzeige, dass man sieht, dass es das gefährdete Feld oder so. Und ich dachte auch, vielleicht landet der da oben. Boah, Alter. Meine Fresse, was eine schlechte Performance. Holding. Wahrscheinlich ist er jetzt auch noch tot hier. Meine Güte. So, wo muss ich ihn wecken? Da, okay. Also jetzt habe ich echt schlechte Laune. Das wäre natürlich was, was man durchaus neu laden könnte, aber geht halt hier nicht, weil Iron Man... Aber, boah, Junge. Confirm. Was schlecht. Thunderbolt und Orion. Nee, ich glaube, ich gehe zur Evac Zone. Ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen jetzt. Ich meine, die sind zwar alle noch hier. Also meine Max sind ziemlich unbeschädigt, aber ne. Ist das alles Kacke. Okay, der steht mir genau im Weg. Den können wir noch fertig machen. Ich meine, der hält ja auch nichts aus. Awaiting orders. Ja, dann werde ich das tun. Location acknowledged. Firing. It's good to go. Move into position. Critical hit, Commander. Losing armor. I'm showing minor damage. Damage is light. Reporting. Move order received. I understand. Target neutralized. Waiting for orders. Copy.
macht das Spiel natürlich echt Bock. Ich meine, klar, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich diese Markings da auch übersehen, aber ich denke eigentlich nicht. Aber das mit der Banshee, ich meine, klar, kann halt immer passieren. Kann es ja im Brettspiel auch, ne? Hast du mal Pech. Aber trotzdem, Junge, das ist doch scheiße. Ja, ich denke aber nach der Mission, würde ich sagen, genug gemeckert und rumgeheult. Müssen wieder nach vorne gucken und quasi, naja, zwar nicht die Einheit neu aufbauen, aber jemand neuen einsetzen und ja, uns von diesem Schlag erholen. Und ja, uns einfach rächen. In irgendeiner Form. Ich würde mal sogar sagen, rächen, indem wir einfach bei den Missionen mal alles sowas von kaputt machen. Aber mal sehen. Mission successful. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ne, die sind beide nicht tot, sondern nur injured. Naja, nur 70 Tage und 55 Tage raus. Aber Alter, guck mal hier. Alles kaputt außer dem Kopf. Und hier alles ganz außer dem Kopf. Ey, ist das scheiße. Marauder ist wahrscheinlich auch kaputt. Denke ich mal. Ich nehme den Dragon mal mit. Ist zwar nur ein LSR5, aber nehme ich trotzdem mit. Oh, hier, geile Waffen dabei. Plus 10 Damage, plus 10 Damage, plus 40 Mini-Damage. Alter, geil. Okay, nehme ich auch noch mit. PPC jetzt nicht. Und dann würde ich sagen, ist das schon okay so. Wir kriegen ja wahrscheinlich noch ein paar Mech-Teile und so dazu. Ja, sogar eine ganze Menge. Sehr schön. Vielleicht setze ich echt einen Dragon mal ein. Also wenn der Marauder jetzt kaputt ist, könnte man ja einen Dragon einsetzen. Habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht gespielt hier in dieser Kampagne. Ja, Marauder ist im Sack. Ich glaube, die Banshee nicht, weil ich meine, bei Kopfdings wird die einfach recovered, also wieder aufgesammelt. Ja, ist auch so. Okay, aber der Dragon ist hier am Start, das finde ich natürlich sehr gut. Den müssen wir reparieren, das heißt, ich habe hier für Missionen... Ja, okay, immer noch genug zur Verfügung. Das heißt, ich gucke gleich mal, ob wir hier noch eine andere Mission spielen können. Aber auf jeden Fall... Ist das ätzend, ey. Aber auf jeden Fall gucke ich mal hier, können wir denn irgendwas anderes da reinmachen? Hier im Cockpit-Mod, perfekt. So. Ja, auch nur einen Tag, dann ist der Mech wieder fresh. Aber geil, dass die den zermatschten Starbird da noch gut rausgezogen haben. So, und Dragon, ich hatte das vorhin gesagt, Panzerung, okay, Geschwindigkeit recht hoch für seine Klasse, für sein Gewicht. Hat normalerweise AK-5 LSR-10, 2 Medium Laser. Ist ja gar nicht so kacke, ist halt auch nur nicht total geil. Mal gucken, was wir da machen. Man könnte auch zum Beispiel hier so eine super tolle AK-2 einbauen oder so. Oder halt eine verbesserte AK-5 mit Plus Damage. Oder eine AK-10 sogar. Aber dann wird es platztechnisch knapp. Ne, wir nehmen halt tatsächlich diese verbesserte AK-5. Und eine Tonne Muni. Vielleicht nachher noch eine zweite, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall werde ich etwas aufpanzern. Und ich weiß auch schon, wie ich das kompensieren werde. Ich werde nämlich gleich anstelle von der LSR-10 mal die LSR-5 reinmachen, die wir gerade erbeutet haben, die eh verbessert ist. Die macht dadurch zwar natürlich immer noch nicht so viel Schaden wie eine unverbesserte LSR-10, aber da war auch ein Gauss Rifle sogar, was wir haben, aber es wiegt zu viel, glaube ich. Aber trotzdem macht es halt ein bisschen mehr Damage. Zack, haben wir eine LSR-5. Da reicht natürlich auch eine Tonne Munition. Machen wir mal lieber hier hin. So, eine Tonne Muni dafür. Dann kann ich jetzt auch noch getrost die 2 Laser da reinbauen. Und zwar auch diese verbesserten hier mit dem Plus-Damage. Ist ein bisschen risky hier im Arm. Aber dadurch ist hat der Dragon durchaus Punch, würde ich mal behaupten. Hitzeeffizienz ist sowieso gut bei dem. So, jetzt könnte ich aber überlegen. Zum einen wird er noch eine Tonne Panzerung kriegen. Weil warum auch nicht?
So. So, und jetzt ist die Frage. Zwei Heatsinks, aber eigentlich, ne. Eine Tonne Munition noch könnte man machen. Ah, oder er kann sogar Auxiliary Weapons tragen oder noch einen Werfer. Warte mal, passt dann trotzdem die LSR-10? Ne, dürfte eigentlich nicht, ne? Eine LSR-10 wiegt 5 Tonnen und die 5 wiegt 2 Tonnen. Okay, sind dann 3 Tonnen mehr. Würde eine Tonne fehlen. Außerdem ist dann blöd mit der Munition. Eine KSR-4 wiegt 2 Tonnen. Das passt also nicht. Eine KSR-2 würde gehen, aber... Da muss ich dafür auch wieder Munition mitnehmen. Nee, ich glaube, dann wäre es tatsächlich besser, dass wir hier Auxiliary Weapons nehmen. Können ja mal Small Laser nehmen. Hier mit Plus Damage. Oh, hier ist sogar noch krasserer. Okay, dann machen wir das so. Hier mit Plus Damage und hier mit Plus Damage. Und die letzte Tonne wird ein Heatsink. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ganz geil. So, ein Heatsink gibt es mit dabei. Ah, den packen wir mal hier hin. So, jetzt ist Hitzeeffizienz natürlich nicht mehr ganz so hoch, wenn man das da alles zusammenrechnet. Aber normalerweise schießt man ja die Small Laser nicht mit, weil man einfach sehr nah ran muss. Aber alles andere, dann passt das. Oder wenn man sehr nah dran ist, lässt man dann die LSR-5 wahrscheinlich weg. Vielleicht auch die AK-5, muss man mal gucken. Gefällt mir so ganz gut, ist nämlich vor allem panzerungstechnisch richtig geil. Und ich sag mal, er hat ja durchaus ein bisschen Punch. Also dadurch, dass wir hier die verbesserten Waffen drin haben, zum Beispiel hier... Na, da steht es nicht bei, aber das Ding macht, glaube ich, dann... Ach doch, da oben 35. Macht statt 25 35 Schaden. Also die beiden zusammen machen schon wieder so viel extra Schaden wie fast ein Medium-Laser mehr, den man mitführt. Ist schon geil, also... Der wird auf jeden Fall mal eingesetzt, den will ich mal antesten. Okay, aber jetzt muss ich erstmal schauen hier... Achso, wir können ja mal für Spaß gucken, ob es hier irgendeinen coolen Mech gibt, den wir kaufen können. Hier ist ein Atlas-Teil, das hole ich. Ist zwar nur ein Teil, aber hole ich trotzdem. Hier gibt es auch ein Hatchetman-Teil. Hole ich auch. Die alle nicht. Waffen... Was können wir mal holen? New equipment available. Ich finde immer die Sachen, die nichts wiegen, geil. Deswegen kaufe ich die auf jeden Fall. Weil die kann man einfach immer mit reinbauen. Ne? Ich meine, warum auch nicht? Okay, wir haben fast einen Atlas. Halt noch nicht ganz, aber bald. Man könnte auch überlegen, ob man jetzt hier mal einen Mac vertickt oder so. Aber ich meine, ich bin ja noch nicht kritisch da, was Geld angeht. Nö, es bleibt einfach so. Gucken, ob es besonderen Piloten gibt. Nicht wirklich, hier gibt es Glitch. Doch, ist ja ein besonderer, ne? Ronin, ja. Ja, geil, nehmen wir mit. New Mech Warriors available. Geil, Bubbles, Junge. Also Name geil. Naja, okay. Ja, viel mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Gucken wir mal, was es für Contracts gibt. Okay, gar nichts. Sehr toll. Heißt, einmal auf die Star-Map gucken. Hello, und schauen, was man so machen könnte. Hier ist wieder ein Flashpoint. Geil. Von den Federated Suns gegen Piraten. Ja, Junge, den nehmen wir doch. Das ist doch mega. Auch schön mit den Reparaturen, also so werden dann noch ein paar Mechs fertig. Aber ich habe die jetzt oben nicht eingestellt, ne? Egal. Also die Reihenfolge, dass der irgendwie die anderen vorzieht oder so, weil da waren ja ein paar dabei, da der Zeus zum Beispiel, der braucht ja richtig lange für die Reparaturen. So, ja, direkt beginnen, wa? Ich hoffe mal, dass genug Max ready sind, aber ich denke doch schon.
kleinen Moment. Muss mal einmal hier was gucken. So. Also, da ist wieder Miss Cunningham. Die war ja ein bisschen angepisst nach dem letzten Flashpoint. Aber sie ist trotzdem irgendwie zufrieden und keine Ahnung. Okay, also wir sollen wohl jemanden gefangen nehmen. Genau. Fox ist auch eigentlich der Nickname von Hanse Davion, aber sie nennt ihn halt den Fox von New Avalon, also den wir jetzt hier irgendwie holen sollen. Achso, und sie sagt ja auch, ja, es ist ja auch der Name, aber sie hat den Namen gestohlen, genauso wie seine Yacht. Das ist ja lustig. On this. Okay. Cool. Das heißt, die ist schon gefangen und wir müssen die jetzt nur abholen. Und wir sollen dahin, weil... Moment. Okay, wir sollen auf die nicht hören, weil die manipulativ ist und so. Ja, und auf jeden Fall sind da ganz viel Banditen und Zeug und bla und deswegen müssen wir da diesen Konvoi schützen. Okay, machen wir. Weil gegen Piraten eh kein Problem. Da gibt es aber bestimmt natürlich wieder so eine Flashpoint-Decision, dass die uns doch voll labert und dann irgendwie sagt, ja, hier, aber ich habe ein tolles Angebot. Gucken wir mal. So, nicht wirklich viele Mechs zur Auswahl gerade. Oh, der Black Knight ist überhaupt nicht bewaffnet. Na gut. Ja gut, irgendwas halt immer, ne? So, aber... Wir könnten, mache ich auch, wir nehmen echt beide Archer mit. Einmal den mit LSR-20 und einmal das Nahkampfmonster, was wir gebaut haben. Und Battlemaster, ja, und Marauder, alles klar. Nice. So, die Mission hat einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Da möchte ich jetzt nicht den kleinen Piloten hier einsetzen. Aber hier Mockingbird können wir mal nehmen. Und hier Tarzan. Das ist in Ordnung. Also sind auch Piloten, die durchaus noch ihre Werte verbessern können. Aber nicht so ein ganz kleiner Nachwuchstyp. Okay, ich bin gespannt. Desert, das heißt wieder erhöhtes Hitzeaufkommen und ja, Eskortierungsmission, so wie gerade quasi. Also kann auch ganz anders sein, aber halt, das Prinzip ist das gleiche. Von der Mech-Zusammenstellung bei der Mission, Doppel-Archer ist natürlich fett. Also vor allem auch, dass der eine eher auf nah, der andere auf Fernkampf ist. Ansonsten natürlich auch zwei normale Archer. Mega fett, ey. Wenn du sowas als Gegner hast und dann vier LSR-20 da rumstehen, das ist schon richtig krass. Muss man echt aufpassen. Aber haben wir jetzt hier nicht. So, bla bla bla, lost place, alles klar. Also, ab dahin und warum ist das denn hier so dunkel? Man sieht ja fast gar nichts. Mach doch mal die Lampen an. Certainly. Wir haben jetzt zum Glück hier nicht so die ganz lahmen Max. Also der Highlander ist nicht dabei, weil der ist ja ein ganzes Stück langsamer immer als die anderen, hat 3-5er-Bewegungen im Brettspiel. Und hier haben wir, also ne, Marauder, Archer sind beides 4-6er. Und was habe ich hier noch dabei? Den Battlemaster, auch 4-6er. Ja, sehe ich mal, passt. Im Atlas wird das natürlich dann wieder anders werden. Und Awesome, das sind dann alles so diese fetten, langsamen Dinger. So, da ist der Konvoi gespawnt aus dem Nichts. Die waren bestimmt getarnt, Tarndecken drüber und so. So, und da sind die Gegner und da müssen wir hin, denke ich. Ja. Ist ja auch nett, dass die hier schon mal vorfahren, damit sie nämlich als Erste beschossen werden. Reporting. Das ist der LSR Archer. Das ist der Nahkampf. Den werde ich nämlich sprinten lassen. Der mit den LSR kann ja gleich von hinten schießen, wenn die sich jetzt zeigen. Werden sie ja. Ja, oder er fährt einfach dahin, Alter. You have orders? Jetzt mit dem Archer schießen, aber nee, ich warte noch, ob es eine bessere Gelegenheit gibt. Ich mache erstmal Reserve.
Weil der Vulcan da, der hat Evasion, geht ja noch, aber der hat auch dieses Panzerungsding da dran. Okay, aber kein anderer zeigt sich. 60, 75, 50. Naja gut, dann dann kriegt der Vulcan halt. Super geil, so viel LSR. Yes, Commander. Der darf auch sprinten. Affirmative. Ich glaube fast, den sprinte ich auch. Wobei ich kann alle drei Large Laser natürlich schießen. Nö, dann werden die auch geschossen. Und alle drei getroffen, sehr gut. Let's get this done. Damage is minor, Commander. Centurion. Standing by. Okay, dann würde ich sagen, der Vulcan ist jetzt wahrscheinlich weg. Rolling. Oh ne, er hat's noch überlebt. That hit something weil das good. So viele Raketen waren. Awaiting orders. Jetzt gibt's wieder LSR-Feuerwerk. Have no doubt, das wäre ein bisschen drüber, aber hätte ich eigentlich Bock drauf. Nee, wir gehen mal auf den Dragon. Nicht schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit, aber wir müssen ja mal anfangen und der Vulcan ist ja eigentlich. Orders. Aye, aye. Könnte ich ihn eigentlich finishen, aber nur hier auf. Einfach mal so. Vielleicht macht ja einer von denen den kaputt machen. Ja, perfekt. Waiting for orders. On the move. On it. Rechts die AK, also ist noch nicht so ganz schlimm für ihn, aber trotzdem hat er schon ordentlich eingesteckt. Oh, und was steht hier hinten noch? Orion? Nee, kann ich nicht erkennen. Doch, Orion. Commander? So, das ist der Nahdistanz-Archer. Ja, einfach weiter nach vorne, weil warum denn nicht? Und nochmal. Dann 2 Sechser, 2 Vierer und die beiden Laser. Mega. Okay, LSR-Munition explodiert, aber immer noch nicht die rechte Seite kaputt. Ja, und das wird es dann jetzt hier gewesen sein. Ja, ich gehe wieder auf. Oh ne, hat aber nicht gereicht. That hit something good. Ganz schön widerstandsfähig, der Dragon. Systems holding. Waiting for orders. Okay, er kriegt nur den. Jo, den mal den Centurion. Aber ist okay. Fangen wir damit halt auch schon mal an. Natürlich viel Damage Reduction, so wie er da steht, aber okay. Aber bevor man nicht schießt, ne? Hey there.
So, er könnte da aber finishen. Ich werde ihm hier so ein Vigilance geben. Und dann könnte ich jetzt alles auf ihn hauen. Ne, wir teilen den Beschuss auf. Also ne, Moment. Erstmal machen wir natürlich hier Cooling an. So, und dann teile ich den Beschuss auf. Okay, der Dragon ist fast erledigt. Zwischen Dragon und Centurion. Ah geil, sogar die Small Laser für Centurion. Dann nehmen wir die nicen Medium Laser hier auch noch für den Centurion. Und machen die den Medium, die KS... Ja, okay, so passt das. Dann haben wir drei Laser und eine KSR4. Das sollte eigentlich reichen für den. Ja, tut's auch. Sehr schön. Und schon gut was getankt. Receiving you. Alles klar. Coordinates received. Dann mal tschüss, Centurion. Oder auch nicht. Think I hit something good. Hätte vielleicht wieder gezielt schießen sollen, damit ich den auch wirklich direkt rauskriege, aber naja. So, da kommt gegnerische Verstärkung. 3 Max. Waiting for orders. Nee, geht nicht von der Torso-Drehung. Schade, das würde gehen. Ja, dann habe ich den Evasion-Marker. Nicht den Evasion-Marker, sondern hier den Wald. Weil ich will, also er wurde ja viel schon von der rechten Seite getroffen, deswegen jetzt wahrscheinlich noch Armbein ab. Aber ich will mal gucken, also ich will den nicht so exponiert hinstellen, wenn die da um die Ecke kommen. Zumal der Marauder schon ein bisschen eingesteckt hat jetzt. Jägermech, okay, aber hat nicht geschossen. Ist der normale? Nee, ist... Ja doch, ist der normale. Yes, Commander. Tja, die sind jetzt beide hier mit... er hat, glaube ich, noch mehr Damage Reduction als der da. Good to go. Nee, ich warte mal ab. Ich warte mal ab, ob die anderen da noch rumkommen, ob ich einen besser treffe. Ja, den zum Beispiel. Noch ein Dragon. Haben die irgendein Kurita-Depot ausgeraubt, die Piraten, oder was? Ein Thunderbolt. Okay, aber ist in Ordnung. Dann werde ich jetzt erst den Dragon nehmen, weil der nämlich da oben auf dem Berg steht und keine Deckung und nix hat. Achso, er ist ja auch noch da, aber ist egal. Acknowledge. Okay, nice. Yes, Commander. So, den stelle ich jetzt hier hin und dann wird er wahrscheinlich den Rest des Spiels da stehen bleiben. Commander? Nice. Das ist der andere Archer, aber... Kriegt er jetzt mal hier nochmal, ne? Firing all weapons! Schön, ab ist das Bein. Das heißt, der kippt um. Heavy damage.
might I help? Also das Coolant Vent ist so stark, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, aber ne, also der Archer, der sich, also dieser Archer, der hier, der sich langsam aufheizt, einmal auch das Ding angeschmissen. Ich meine, ich habe den ja schon mit etwas mehr Heatsinks und so ausgestattet, deswegen hat er auch nur noch einen Medium Laser. Weil er einfach nur die ganze Zeit hier das Air ballern soll. Aber trotzdem, ne? Man muss jetzt nicht einmal sagen, ah, lass ich mal eine Runde eine LSR weg. Nö, scheißegal, eben mal drauf. Commander? Eigentlich kann ich den Marauder auch stehen lassen und ihn hier jetzt fertig machen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil, warum nicht? Schießen wir es aus hier. I copy. Hostile eliminated. Hey, wie wir Vulkan proceed? Ihr seid doch schon in dem Ding da drin, Junge. Yes, doof oder was? Battlemaster geht mal rein. The objective is secured, Commander. Ja, Objective secured. Wir machen die jetzt trotzdem noch alle fertig. Das hier ist eine, so eine Eigenart an dem Spiel. Der hat jetzt quasi, weil die Mission wie abgeschlossen ist, uns aus dem Combat rausgenommen. Die sind jetzt, konnten sich eine Runde bewegen, aber haben das gemacht, was dann eigentlich immer passiert, dieses Bewegen, Entrenchen, also dass man halt nicht im Kampf ist. Und dann startet der Kampf quasi neu. Sehr eigenartig. So, okay, der Jägermech ist das nächste Ziel, klar. Awaiting orders. Leon zackt natürlich auch, aber ja, der Jägermech hält einfach nicht viel aus, deswegen kriegt er ja aber mal ein kleines Stück zurück, also habe ich ihn doch nicht die ganze Zeit stehen lassen. Reporting. Critical hit. Damn it. I'm wounded. Losing armor. Waiting for order. So ganz stumpf hier einfach nur stehen bleiben und die ganzen Waffen drauf. Den Marauder werde ich wahrscheinlich ein bisschen bewegen, weil er jetzt einfach schon ordentlich eingesteckt hat. So, mal schwenken auf den Battlemaster. Der spielt auch den Marauder. Lass das doch mal. Light damage. Holding firm. Light damage. Holding firm. Ja, ich will auch schon schießen. So, ich mache das, dann kriegt er einen Vigilance. Einmal gut wegen Stabilitätsschaden, aber auch einfach zur Schadensreduktion. Machen wir so. I think I hit something good. Ready. Ja, komm, machen wir nochmal einmal Nahkampf, dann ist die Hitze komplett runter. Ein Laser müsste jetzt noch haben, im linken Torso, weil ich meine, der hat die Laser links und rechts. Ja, ist aber auch schon kaputt. Achso, der andere Torso ist ja auch schon weg, oder? Good to go. So, er darf vorher ziehen, weil er das Vigilance hatte. Ja, das ist eine gute Position. Achso, Mist, aber ich krieg ihn nicht. Ah, dann ist natürlich nicht so eine gute Position. Okay, dann gehen wir hier hin und er kriegt nochmal Vigilance. Na, zwei Large Medium, okay. Ei, ei. Steht auch mal einen daneben geschossen. Ah, hat auch nicht gereicht. Bleibt weiter auf dem Marauder. You have orders? So, das ist der Fernkampf-Archer, das ist der Nahkampf-Archer. Also ich würde den ja mal gerne irgendwann angehen, aber ist halt so eine Sache. So, hier habe ich das Rückenfeld, wenn ich das richtig sehe. Ja.
Battle Master gleich auch noch, weil der Thunderbolt hat noch überhaupt nichts an Schaden. Wenn ich den jetzt wieder durch sowas kaputt kriege, mit so zweimal in den Rücken schießen oder so, wäre natürlich nice. So, cool, dass er genau an der Stelle stehen bleibt, okay. Ah ne, das Ace Pilot bleibt nicht stehen. So, aber er hat sich so gestellt, dass ich dem von hier auch in den... Das zählt schon als Rücken. Offenbar, okay. Consider it done. Ja, vielleicht reicht das jetzt. LSR, SM, SM, okay. Dreifach Munitionsexplosion, der Typ ist auch völlig erledigt, er ist tot. So, ja gut, dann machen wir hier noch den Jäger mich doch nochmal im Nahkampf fertig. Müsste jetzt aber mal reichen. Okay, und dann holen wir uns jetzt zum Setz auf den Orion. Der steht da natürlich schön geguardet und gecovert, aber ich meine, egal. Ready for orders. Machen alles an. Reporting. Be there in a jiff. Confirm. Waiting for orders. Rolling. Ich meine, jede Runde Alpha Strike mäßig hier ballern ist natürlich auch ein bisschen hart, also vor allem mit den ganzen Waffen. Orders. Move order received. Okay, jetzt hat er nämlich sein Entrenched-Zeugs verloren. Guarded oder irgendwas ist er immer noch, weil er ja nun mal da in einem Waldfeld liegt, aber standing by. Hat nicht mehr diese -40%. Move order received. Copy that. Center war schon offen. Wenn Max liegen, kann man ja gezielt schießen hier bei dem Spiel und offenbar hat er alles irgendwie im Center getroffen, sah zumindest so aus. Und ja. Easy. Mission successful. Ist für 8 Tage verletzt. Okay, die Max müssen aber alle nicht repariert werden, das ist cool. Denn es wird jetzt hier direkt weitergehen. Okay, Dragon, cool. Habe ich ja vorhin da den einen mitgenommen. Gucken wir erstmal nach Waffen. Oh, fett. Eine sehr schöne LSR 15. Verbessertes Gyro. Ja, aber nö. Aber ja, aber nein, aber nein. Okay, 2 Slots noch frei. Da könnte man ja jetzt gucken. Ich kann keinen vervollständigen. Orion immer nicht schlecht. Und dann nehme ich noch ein... Nehmen wir den Thunderbolt. Okay, haben eh bis auf den Jägermech-Anteil alles an Max dazu gekriegt. Von daher geil. Ich meine, klar, Loot steht ja auch wieder sehr hoch, aber trotzdem. Ja, Mac Repairs. Okay, Defend Base, Consecutive, also direkt jetzt danach. Gut, dass den Max nichts passiert ist, weil dann können wir die nämlich direkt wieder so einsetzen. Aufgepanzert, genau, werden die wieder und Munition wird auch nachgeladen, aber richtige Reparaturen kann ich nicht durchführen. Ja, aber der eine Pilot ist, beschädigt, wollte ich schon sagen, verletzt. Dann darf Peanut Butter jetzt mitmachen. Und dann werden die Collegians jetzt einfach nochmal rocken. Das mit den 2 Archern ist geil, der Battlemaster sowieso geil, Marauder auch okay. Ja, da gehen wir auf jeden Fall dran. Ich muss nur einmal kurz das Video pausieren. Ich bin gleich wieder da.
So, und weiter geht's. Für euch nur eine kurze Pause. Ich habe jetzt gerade, oder für euch eigentlich gar keine Pause, geht's direkt weiter. Ich muss jetzt gerade ein paar Sachen erledigen, aber bin zurück. Spiel läuft und ja, ich würde sagen, wir machen den Flashpoint auf jeden Fall mal noch fertig. Ne? Also mal gucken, was jetzt hier geht. Wir müssen diese Basis verteidigen. Vielleicht kommt da noch eine Mission dran. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Okay, vor allem mehrere große Gruppen von Vehikeln und Battlemechs, die irgendwie ankommen. Command Interface initiated. Okay, fette Basis. Okay, wir sollen die ausliefern. Also wir sollen die quasi hier der lokalen, ja, Regierung oder was, die mit ihrer Mercenary oder was auch immer Kriegseinheit hier sind, ausliefern, weil die selber vor Gericht stellen wollen. Aber da sagen wir natürlich, nee, läuft nicht. Okay, genau, läuft nicht. Wir müssen die hier an Davion ausliefern, auf Befehl von Prinz Hanse Davion persönlich. Und er sagt jetzt hier schon, der Darius, ah, okay, das wird wahrscheinlich blutig enden und auf Feuergefecht rauslaufen. Deswegen mach schon mal die Reparaturbase, also hier die Repairbase klar. Ja, also, alle Buildings ist ein Bonus. 4 Survive, 8 Rebuild, okay. 4 müssen und ja, wir müssen einmal die Typen da kaputt machen und 10 Runden durchhalten. Aber wahrscheinlich kommen da ja noch mehr zu. Die hatten ja gesagt, yes, mehrere Commander. Gruppen. Jetzt war hier vorhin nur noch die Rede von 2 Gruppen. So oder so, wir laufen mal entgegen und greifen schon mal an. Griffin Hunchback, okay, das sind jetzt noch nicht so die Mega-Gegner. Machen mal Reserve, gucken, was noch kommt. 75 Tonnen, naja. So, wen gehen wir zuerst an? Ich glaube den Hunchback. Ist wieder der Disco-Hunchback, den ich hier immer gerne eingesetzt. Yes, Commander. Confirmed. Ein bisschen die Ziel, aber die Trefferwahrscheinlichkeit. Schon mal gut gekriegt. How's it going? I copy. Take that. Waiting for orders. Krass. Eine Runde alle Alpha und ja, weg ist er. Commander, coordinates received. Copy that, Commander. Sieht sich da so als nächstes Ziel an. Und trotz Damage Reduction müssen wir ihn dann natürlich nehmen. Consider it done. Ich dachte gerade vielleicht ein bisschen herangegangen für die LSR, aber ihr habt es gesehen, trotzdem hohe Trefferwahrscheinlichkeit, weil der Pilot schon die die Minimalreichweite unterlaufen kann mit seinen Fähigkeiten, von daher kein Problem. Das hat er, okay, er hat nichts mehr, weil die PPK weg ist, LSR-Munition weg. On my way. Roger. Heads up, Commander. You've got hostile contact. Und da links kommen nämlich jetzt noch mehr. Standing by. Ja, die werden auch direkt auf die Basis gehen, deswegen. Oh, ich krieg ihn nicht doch hier zu suchen. On my way. Trebuchet. Standard-Trebuchet, geil bewaffnet. 2, das ist ja trotzdem nicht schlecht. Deswegen mal direkt anschießen, damit er auf uns umschwenkt. Ja, das wird der 75-Tonner da rechts sein. Ist wahrscheinlich ein Trion. Standing by.
Muss ich also auch mal angehen? Ne, das macht der LSR, also der, ja, der LSR Archer. Ja, ist ein Orion, hätte das gedacht. Mal Cooling anschmeißen. Super, das hat gereicht. Heißt, jetzt kann ich den Orion ganz in Ruhe angehen. Vielleicht mit dem Archer rüber auf den Orion und mit dem anderen dann zur Trebuchet, also mit dem Battlemaster. Vielleicht auch mal das Cooling machen müssen. Naja. What's up, boss? Ja, oder er geht auch auf den Orion, einfach weil er nicht guarded ist. Roger that. Sehr schön, alles schön von der rechten Seite. AK-10, Ammo weg. Wie ich ja schon häufiger gesagt habe, Orion immer, wenn er mal auf ist, dann schlecht, weil vollgepackt mit Munition. Und ja, genau so sieht es hier gerade auch wieder aus. Trebuchet ist abgedreht, ist zu uns gekommen, aber von links ist noch irgendwas, was schießt, okay. Ja, muss ich ja mal gucken, wie ich das mache. Ja, gehen wir euch in Nahkampf, vor allem weiter nach hier links vorrücken. Damit ich den, der da von da hinten die LSR oder was schießt, auch noch krieg. This just in. Critical hit. Damage is light. Waiting for orders. Ich krieg den tatsächlich nicht. Ist ja blöd. I'm there. Dann so. This should be good. Sehr schön, dass hier kein Friendly Fire ist, ne? Dass ich den Marauder jetzt nicht aus Versehen treffen konnte. Stray Shot gibt's ja, also hier, dass man das Ziel daneben trifft, wenn's Gegner sind, aber bei eigenen ist es offenbar nicht. Tja, gehen wir auf den Orion. I understand. Von der rechten Seite wäre besser gewesen, weil er da schon die ganze Panzerung und so weg hat, aber so ist auch in Ordnung. Standing by. So, der Battlemaster schon wieder total heiß. Location confirmed. Ich muss jetzt gucken, kann auf jeden Fall nur weniger schießen. Machen wir so. Engage target. Also der kippt jetzt um. Der hat 1, 2, 3 Pilotentreffer schon. Jetzt kriegt er noch den vierten, wenn er umkippt. Vielleicht habe ich ja Glück und der ist raus. Ja. Sehr schön, weil am Anfang hätte dann linker Torso, rechter Torso einmal umkippen. Ja, das Gebäude geht auf. Ja. Aber jetzt ist nicht so schlimm. Hauptsache ich schaffe die Mission. I'm ready. Vielleicht hätte ich rennen sollen, damit der Langstrecken-Archer da hinten schon mal drauf schießen kann. Also sprinten, aber naja. Er hat alles daneben geschossen. What's the plan? Commander? So, er darf ihn jetzt rolling fertig machen. Sehr schön. Enemy eliminated. You have orders? Okay, der Archer sieht da hinten trotzdem schon wish was. Mir gar nicht. Oh. Waiting for orders. Let's see what this baby can do. Commander? Acknowledged. How might I help? Standing by. Full speed. No target. Im Archer, also mit dem 2R, warte ich mal, weil ich vielleicht mit dem Battlemaster auch renne. Und dann, genau, und dann kann ich nämlich mit dem Archer indirekt schießen. Okay, hier sind auch Fahrzeuge. Geil, kann ich dem sogar einen Rücken schießen. What's the plan? Have no doubt, it will be done. Klar.
Nice. Waiting for orders. Mal ein bisschen Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen. Gotcha. But that hurt. Da war so ein Stray Shot auf die Mauer jetzt, aber. Yes, Commander. Be there in a jiff. Alles mehr auf die linke Seite. Ich hätte nochmal gezielt ins Center schießen sollen, weil er da schon offen ist. Aber naja. Wenn er jetzt liegt, da kann ich ja gezielt schießen. Also auch ohne da Precision Shot oder Precision Strike anmelden zu müssen. Na, da ist noch ein Schreck. Okay, I'm your Spaniel. Schön verteilt. Naja. Solid connection on that one. Hey there. On the move. Firing a full cell. So wird's gemacht. Selten, dass beim Jägermech mal nicht die Arme irgendwie abgeschossen werden. Der trotzdem ausgeschaltet ist. Bisschen dreist, wa? Losing lots of armor. Standing by. Oh, den Wollischer. Nicht schön. Aber einer von denen ist jetzt gleich sowieso erst vor mir dran. Naja gut, nö, dann rest weiter in AKs. Sehr schön. I need a new target. Awaiting orders. Certainly. Waiting for orders. I'm going. Okay, das war irgendwie jetzt nicht so schlimm. I'm showing minor damage. Haben aber, glaube ich, auch mehr Schuss verfehlt als getroffen. Copy. Enemy vehicle destroyed. Commander? I'm there. Oh, ich hätte ja gedacht, der kriegt den direkt raus. Dann moving müssen wir nochmal nachsetzen. Ist ein bisschen Overkill, aber. One for the scrap heap. Jo, alle kaputt gemacht. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen tolle Beute mit, würde ich mal sagen. Nichts passiert, keine wirklichen Schäden. Nice, so soll es sein. So, eine Menge Mech-Zeug, aber ich gucke erstmal wieder nach besonderen Waffen. Zum Beispiel hier, verbesserte AK-5. Wieso steht das nur auf 2,9? Habe ich das nicht hochgestellt? Komisch. Ja, machen wir so. Kriegen ein paar Mech-Teile noch dazu. Aber da war nichts dabei, was ich... Ich meine, brauchen tue ich jetzt eh nichts. Aber dann lieber diese Pluswaffen mitnehmen, weil man da halt nicht so leicht rankommt. So.
So, wir sind safe, bla, Repair Bay, alles cool. Was ist das Problem? Okay, da gibt es jetzt ein Problem mit dem Typen von der Repair Crew, der geht ihr irgendwie auf den Sack. Ah, okay, weil er unbedingt irgendwie will, dass Hadley mit uns spricht. Das ist die Gefangene und eigentlich waren wir ja angewiesen, nicht mit der zu sprechen, weil die so, ja, so eine Schlange halt ist, ne? Okay, und sie sagt auch so, ja, sie weiß auch nicht, ob die mit dem geflirtet hat, ihm Geld gegeben hat oder was auch immer, aber, ja, der Typ nervt halt die ganze Zeit. Okay, normalerweise... Okay, ja, damit die Crew da voll arbeitet und alles toll, kommen wir dem Request jetzt quasi nach, wahrscheinlich. Genau, er meint ja, komm, was soll's, können wir uns da anhören. Jetzt könnte ich hier sagen, okay, gut, dann hören wir uns das an. Oder ich mache hier direkt schon eine Decision und sage, nee, wir werden bezahlt, genau, wir werden einfach nur bezahlt, damit wir die da hinbringen, wegen sonst gar nichts. Naja gut, aber ich denke, ich kann, weil hier steht jetzt nicht Flashpoint Decision, ich kann ja hier gleich immer noch, denke ich, mich anders entscheiden. Deswegen hören wir doch mal, was sie sagen will. So, you listened. Aha, dankeschön, danke, bla bla bla. Ne, repair, okay. Ja, wir haben noch nicht gesagt, dass wir dir helfen. Okay, also, ne, du wolltest aber reden, dann sag, was willst du? Okay, jetzt sagt sie uns, ja, willst du reich werden? Aber nur hypothetisch, bla bla bla. Okay, Treasure. Okay, also die kann uns natürlich sagen, wo es super tolle Mac-Komponenten gibt, aber dafür müssen wir irgendwas für die machen. So, jetzt sagt sie natürlich, nee, wenn das heißt, wir sollen dich hier irgendwie rauslassen oder so, dann wird das nichts. Sie sagt, ja, ja, klar, nee, will sie auch gar nicht. Also sie hat akzeptiert, dass sie gefangen genommen wird. Okay, aber sie will halt trotzdem sich irgendwie um diesen Loot kümmern. Also sie bleibt da sicher und bla. Und wir sollen zu diesen Koordinaten und den Loot aufsammeln. Wenn wir das haben, dann sollen wir zurückkommen. Ah, die Hälfte vom Loot dem Repair-Crew-Boss, der hier so genervt hat, geben. Und die andere Hälfte behalten. Ja... Genau, sie vertraut uns jetzt natürlich, dass wir das dann auch wirklich machen. Ich würde das aber trotzdem nicht gerne eingehen, weil das ist bestimmt irgendwie Hekak, Fickfack, Beschiss. Und wir sind der ja vorhin schon mal auf den Sack gegangen, der Cunningham. Also nicht vorhin, sondern beim letzten Flashpoint, in dem wir nämlich da nicht diese Zivilisten angegriffen haben. Deswegen würde ich jetzt gerne nicht hier ihr entsprechen. Okay, bla bla bla, accepted und dann werden wir irgendwie total toll reich und so weiter. So, haben wir einen Deal? Jetzt könnte ich sagen, yo, gib die Koordinaten und dann machen wir das. Oder ich kann sagen, nee, wir wurden gewarnt und wir machen das auch nicht und wir vertrauen dir auch nicht. Ich werde das nehmen, weil ich vermute, ja, da passt, was weiß ich, die schickt uns irgendwo hin und dann wird die in der Zeit befreit oder irgendeine Scheiße, deswegen noch. So, naja, okay, du machst natürlich einen Fehler, aber wenn du meinst, dann okay, wir hätten so reich werden können, bla bla. Ja. Sie sagt, ja, ja, bestimmt, so, tschüss. Zack, good call. Okay, also, ne, offer refused. Ich meine, klar, vielleicht hätten wir jetzt am Ende noch ein paar coole Mac-Teile bekommen oder so. Aber, ah ja, da habe ich vorhin vergessen, denke ich, hochzustellen. Aber... Wir gehen jetzt auf Nummer sicher, wir eskortieren die jetzt einfach irgendwie zum Dropship und fertig. Wieder im Desert. Wieder Eskorte. Schwierigkeit, okay, Max nehmen wir wieder die gleichen, weil sie immer noch alle einsatzbereit sind. Wobei ich ja auch mal gesagt hatte, dass ich mit dem... Nee, wir nehmen den Warhammer mit. Dann schmeiße ich den einen Archer, den Nahkampf-Archer raus und dafür nehmen wir den Warhammer D mit. Dann haben wir jetzt, die zwei sind ja relativ ähnlich. Ja, das gefällt mir, das ist cool. Sind auch alles Anziehen-Max, also alles schön altes Zeug eigentlich. Aber naja, der Archer ist sehr nah dran, der Marauder ist natürlich ein klein bisschen anders. Der Warhammer, finde ich, sieht ziemlich anders aus als der Anziehen-Warhammer. Battlemaster ist ein bisschen anders, aber der ist auch im Original. Wobei, doch, ist schon nett mit dieser PPK und Trage-Dings da. Naja.
Egal, wir gucken jetzt einfach mal, was das wird. Ich denke, das wird auch die letzte... Das wird auch die letzte Mission für heute. Vielleicht danach noch ein bisschen Reparaturen machen. Alles richtig einstellen. Und dann mal bei den Missionen gucken. Ich glaube, ich werde nicht zu einem nächsten Planeten springen, sondern vielleicht die Mission noch machen. Das waren ja Kurita-Missionen. Aber man muss ja immer mal gucken, gegen wen man dann spielt. Kann ja durchaus sein, dass das wieder Missionen sind, die auch gegen Piraten oder gegen Liao oder so. Kann man ja machen. So, Begin Mission. Command Interface initiated. So, also, wir sind da, alles cool. Wir rücken dann aus, wenn ihr da seid. Okay, wir sollen Bandits kaputt machen, die sind da. Und der Rendezvous-Point ist hier. Okay, haben wir den Konvoi denn jetzt schon dabei? Nö. Also, wir müssen erst dahin. Naja, okay. Egal, dann machen wir das. Consider it done. Da stehen sie. Was haben wir hier? Zwei Dragons? Rolling. Double Dragon quasi. War geil auf dem Gameboy, Alter. Double Dragon. Naja. I'm here. So, ja, einfach nach vorne und drauf, wa? Ah, dahinter steht noch was. Ein Quick Draw. Eigentlich ein geiles erstes Ziel. Ja, gehe ich. Okay, die sind alle kaum aufgepanzert. Dann ist es eigentlich egal. Ja, dann machen wir einen nach dem anderen. Firing all weapons. Scheinen ja auch die Elite-Schützen drin zu sein. Wieso muss ich jetzt hier eigentlich gegen Piraten kämpfen? Ich habe doch die Basis da gerade schon verteidigt. Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen aufmerksamer durchlesen sollen, was da so stand. Aber ich dachte halt, wir haben die da gesaved, also befreit. Dann waren wir in der Basis, wurden quasi angegriffen und bringen die jetzt von der Basis zu diesem Dropship. Aber irgendwie müssen wir jetzt erstmal wieder da vorne hin und die einsammeln. Keine Ahnung. So, hier ist der... Na, komm. Hier ist der Warhammer. 2 PPK, 2 Medium Laser. Ich meine, ist ja auch ein Warhammer D. Also ist bewaffnungstechnisch etwas schwächer als der Standard Warhammer. Aber mehr Panzerung und vor allem viel bessere Hitze. Bam. PPK in den Kopf. Alter. Target down. What's up, boss? On the move. Naja, war jetzt aber hitzetechnisch trotzdem schon krass bei dem Warhammer. Aber wir sind ja hier auch im Desert-Biom, also es ist sowieso erhöhtes Hitzeaufkommen. Alter, wenn jetzt wieder sowas passiert wie hier, ich hau dir direkt den Kopf ab, ne, dann flipp ich aber aus. Ja. Na, dann nehmen wir den Warhammer doch jetzt direkt einmal für Nahkampf, damit er die Hitze wieder abbaut. Zack! Welches Torso ab. Critical Hit Commander. Stehe ich eigentlich scheiße? Hat er mir voll in den Rücken geschossen? Dämlich. Getting banged up real good. How might I help? Ja, machen wir schon mal weiter. Moving out. Ach, kacke, das ist ja mit dem LSR. Naja, egal. Trotzdem 80%, obwohl ich ja hier unter Minimum Range gewesen bin. Standing by. Location confirmed. Roger that. Haben wir noch nicht einen Sack? Reporting critical hit. Hey there. Nee, von hinten wäre besser, aber da habe ich keine vernünftige. Doch so. Ah, copy. Okay, hätte ich noch mehr umschwenken können. Das ist die perfekte Kombination, finde ich, was der Pilot hat. Also Feuer aufteilen können, aber trotzdem den Coolant Band. Das ist sehr, sehr geil. Anders wäre, also das Cooling ist einfach so wichtig, finde ich. Aber was natürlich ein super praktischer
Skill ist das, das hat hier der Peanut Butter. Das, ihr seht das da an dem Cursor. Wenn ich mich hier hinbewege, hat er trotzdem direkt dieses Guarded und Entrenched oder wahrscheinlich nur eins von beidem. Weil er den Mech halt so gut kontrollieren kann. Das ist schon ziemlich geil. Rolling. Vor allem mit Assault Mechs, also wo man wirklich kaum immer Evasion oder irgendwas rankriegt. Aber man sich trotzdem schön nach vorne bewegen kann und ein bisschen Schadensreduktion hat. Schon nice. So, alles ausgeschaltet, also diese Blocking Force hier, das haben wir schon mal geschafft. Hitze geht jetzt natürlich hoffentlich mal hier ein bisschen runter. Und dann triggern wir jetzt hier den Konvoi, denke ich. Da ist er. Okay, die sind froh, dass wir da sind, natürlich. So, und wir müssen die jetzt zur Landezone bringen. Die ist direkt hier unten, aber da sind natürlich noch Bösewichte dazwischen. What's the plan? Ne, den mit dem LSR ziehen wir gleich erst. Den auch. You have orders? Okay, der Marauder darf mal vorrennen. Ich dachte eigentlich, ich sehe dann vielleicht schon einen, damit ich die LSR und sowas schießen kann, aber naja. Was ist er jetzt? Katapult, okay. Ja, super. Also, dass einfach mal alle überleben, das ist so unwahrscheinlich. Ich meine, man hätte wahrscheinlich, bevor man das hier triggert, hätte ich vielleicht alle Mechs hier unten oder da irgendwo schon mal hinbewegt und hätte dann erst getriggert. Aber jetzt wusste ich bei der Mission ja auch nicht, dass es da runter geht. Ne? Naja. So, Archer. Nur gut, aber das ist immer so lustig, wie es aufgeteilt ist. Nur gut, dass das jetzt nicht genau das Fahrzeug war, wo die Gefangene drin sitzt. Okay, auch ein Standard-Archer. I'm here. Hier ist der Warhammer. Location confirmed. Sehr schön. Copy that. Yes, Commander. Noch für nichts in Reichweite. Dann darf er sprechen. Egal, wenn so ein Battlemaster auf dich zugesprintet kommt, wie so ein Irren. Noch völlig frisch, unbeschädigt und du denkst dann schon so, oh Gott, was wird das denn? Und ja, dann ist er einfach mittendrin, wütet darum und niemand kann was dagegen machen. Das ist echt geil. Was haben wir hier? Ein Centurion, okay. Naja, einfach weiter nach vorne und gib ihm. Ja, ich kann alles gut treffen. Ich gehe nochmal aufs Kataphrakt. Ja klar, warum nicht? Wieder gut getroffen. Die PK hört sich auch so geil an mit diesem Geknister und so was. Okay, der kriegt den. Doch. Nee. Der kriegt den nicht mehr. Dann muss ich den Archer nehmen. Ja. Das ist gut. Kataphrakt hat jetzt zwar hier dieses Invasion. Nee, das Guarded, aber ich gehe trotzdem drauf. Ist ja schon ordentlich. Na schade, hat aber nichts gebracht, weil er hat immer noch seine AK und ein paar andere Waffen. Commander? So, mit ihm gehe ich jetzt mal auf ein anderes Ziel, einfach damit ich den Beschuss ein bisschen ablenke. Ne, gehen wir auf ihn. So, und da ist er und darf randalieren. Eigentlich wäre ja hier gut. Aber ich will Richtung Blackjack, da stehe ich da schon. Ja, wobei. Ja, machen wir so. Move into position. Geben wir mal auch hier links aus. Zack, so, und geben wir mal voll ein. Boah, krass. Unbeschädigter Blackjack mit einem Alpha Strike direkt weg. Ich meine, klar, alles war gebündelt auf dem Center und wahrscheinlich hat er auch so ziemlich alles exakt im Center getroffen.
Aber trotzdem, das ist schon geil, weil ich meine, Blackjack 45 Tonnen und auch okay gepanzert. Ist ja kein Vindicator AA, wo man das verstehen könnte, dass der direkt kaputt geht. Aber ja, nice. Ich sag ja, Battlemaster, egal. Ich meine, der ist ja ganz anders als ein Standard-Battlemaster, aber so muss. So, wer ist das nächste Opfer? Der Archer hier. Firing all weapons. You have orders? Aber jetzt kann ich auch wieder aufs Kataphrakt gehen, weil der sich nämlich da gut hingestellt hat. Da schicken wir den auch weg. That would be a kill. I'm here. Move order received. All weapons are go. Reporting critical hit. Receiving you. Kein Nahkampf, sondern nochmal alle Waffen. Jetzt wirklich alle, also auch die Auxiliary Weapons. Targeting for an health strike. Now that hit something good. Mit dem Marauder jetzt in Nahkampf ist gut, dann geht nämlich die Hitze mal runter und er hat nämlich nicht die Fähigkeit, dass ich das Cooling einsetzen kann, den Cooling Band anschmeißen. Ja, der hat aber leider nichts gebracht. Bam! Geile Aktion, einmal so zack, hier trete ich ins Gesicht. Aber zum Glück hat er mir nicht ins Gesicht getreten, sondern hat irgendwas anderes getroffen, weil sonst wäre er auch direkt wieder ab, der Kopf. Reading you. Okay, er kann auch in Nahkampf. Machen wir einfach mal. Location confirmed. Jawohl, hier einfach nur noch Prügelei. Sehr schön. So, mit ihm gehe ich aber mal auf den Centurion, weil den ich glaube ich noch gar nicht angeschossen habe. Ich habe keinen Bock, dass der mir hier weiter die Fahrzeuge zerlegt. Waiting for orders. Battlemaster könnte den Archer finishen, wahrscheinlich. Copy that. Hä? Da ist wieder genau nicht drin, ja super. Okay, dann halt so. Burn. Boah, und kaputt. Sehr schön. Also der Battlemaster geht echt gut ab hier. Reporting minimal damage. Ich kann ihn direkt mal zurückschießen. Move order received. Affirmative. Bam. Enemy eliminated. Ja, ja, okay, jetzt bin ich außer Reichweite hier, eskortentechnisch. Alter, wenn das Dropship jetzt gleich wieder auf dem Mac drauf landet bei mir, ne, dann hackt's aber. Aber guck mal, da ist ja eine Landeplattform, also von daher. Okay, mehr Gegner. Mehr Gegner ist aber okay, weil ich habe ja nicht wirklich Schäden hier. Also nichts Kritisches. Das ist befreundete Dropship. Jetzt muss man eine Runde noch aushalten, so wie immer bei diesen Missionen.
Und ja, mal gucken, von wo die Gegner kommen. Hm, sehe ich nicht. Moving to position. Also, Enemy Contact, wo denn? Hä? Bin in die Richtung gelaufen, aber trotzdem. Ah, hier. Okay, ja, dann den Berg hoch und drauf, wa? Moving out. Location. Good job. Objective secured. Ah, da ist auch direkt die Evac-Zone. Hm, aber ich denke mal, so rein zum Spaß zerlegen wir die noch. Max 55 50 75 75. Ja, Junge, kommt dran. Yes, Commander. Order acknowledged. Ein nach dem anderen. Fire all weapons. Überall getroffen, aber nicht im Center. How's it going? Wo er ja fast kaputt war. Heading out. Okay, Marauder ist da noch. Oh, ah ja. Der Master holt sich wieder den Kill, sehr gut. Got him. Also im Vergleich zu dem Warhammer, auch in der Variante, die ich ihn halt ausgerüstet habe, aber ist ja ziemlich nah am D, ist der Archer, der andere, also dieser Nahkampf-Archer, den ich jetzt nicht mitgenommen habe, schon wesentlich nicer. Klar, reichweitentechnisch nicht, aber braucht man ja auch nicht unbedingt, weil hier, ne, einfach rangehen und auf die Schnauzen. Könnt ihr den Marauder überlegen, weil er jetzt eh schon so heiß geschossen ist, aber ne, wir nehmen erstmal ein Centurion. Der hält gut aus. Also der hält für sein Gewicht und seine Größe ganz gut aus, aber weniger als Orion. Ja, mein Marauder offen, das heißt, der wird Reparaturen nötig haben. Wahrscheinlich der Warhammer auch. Auch total heiß geschossen, der Orion. Of course. Target. Yes, Commander. On my way. Target is for an out. Inflicted some heavy damage. Good to go. All weapons go. Sehr schön. Ja klar, das wird der Orion jetzt gleich auch machen, weil, ne, heiß geschossen, dann einmal in Nahkampf, macht ja Sinn. Deswegen mal hier weiter weggehen. Affirmative. Acknowledge. Yes, Commander. Location confirmed. So krieg. Ach, weil er dazwischen steht. Oh Gott. Ah ja. 10-4. Ah, shit. I'm wounded. I lost the weapon. How might I help? Be there in a jiff.
Locked on for physical attack, Commander. Nee, einmal kann man noch drauf schießen. Position confirmed. Rear armor is. I'm here. Order acknowledged. Na, da wäre Nahkampf wahrscheinlich sogar besser gewesen. Nur, ja, Nahkampf hätte mehr Schaden gemacht. Target locked on enemy six. Ja, aber das geht auch in Ordnung. Linke Torso, linke Arm ab bei Rückentreffer. Scored a critical hit. Ist doch schon total heiß. Oh, fuck. Oh, der Warhammer ist zerstört. Shutdown. Alter, der arme Pilot. Da steht wieder dead, aber das sehen wir gleich nach der Mission, ob das dann wirklich so ist. Standing by. Hier ist Rückentreffer, aber das ist doch eigentlich das Feld, was genau auf dem Rand ist. Move order received. Okay, ich kann noch mal einmal alle Waffen schießen. Ja doch, zählt aber zurück. Vielleicht reicht das. Down. Yes, Commander. Ich muss aufpassen, wenn ich da reinlaufe, ist nämlich evakuiert. Das wollen wir nicht. Gehen wir mal auf den Kopf. Firing. Orders. Got it. Schaden schießen natürlich. So. Run. Reporting. Critical hit. Battle mech power up detected. Reporting. Confirmed. Locking on target. So abgeschaltet sein. Hier gibt es halt nicht so ein Override wie bei MechWarrior 5, sondern hier ist halt einfach nur, wenn man ja, wenn man halt über, also ist näher am Brettspiel dran, ne? Ab einem gewissen Punkt gibt es halt kein Zurück mehr. Also da ist man halt aufgeheizt und der Mech schaltet ab. Man bekommt ja, wenn man über den Strich ist, erstmal ein bisschen Schaden einfach. Aber irgendwann ist dann halt auch davon zu viel. Sag mal, der Orion war so heiß geschossen und ballert da nochmal seine ganzen Waffen. Scored a critical hit. Aber er hat den Marauder dabei abgeschossen, also von daher. On my way. Confirm. Okay, der Pilot ist down. That's a kill. So, alles ist clear. Dann gucken wir mal, wie der Flashpoint jetzt ausgegangen ist. Oder ob da noch eine Mission kommt, weiß ich ja nicht. Aber keine, glaube ich eigentlich nicht. So, Payment Increase ist egal. Jo, tatsächlich, killed. Oh, das ist aber doof. Naja. Einer ist injured für 7 Tage. Oh, der Marauder hat ganz gut was gekriegt. Sogar im Center offen. Aber nichts an Waffen und so verloren. Ja, der Warhammer ist zerstört. Das wird dann jetzt sagen, hier, Battlemaster, Junge. Voll abgeräumt. Sehr geil. So, was können wir als Beute nehmen? Ist ja einiges zur Auswahl. Vielleicht ein Orion mal wieder. Aber erstmal nach Waffen kurz gucken. M-Laser mit Plus-Damage. Nett. Aber alles nicht total überragend. Ne, dann nehmen wir tatsächlich ein bisschen Mech-Teile. Katafrakt auch gut. Also, ich nehme tatsächlich mal das... Orion 1V-Teil, dann werden wir nämlich den Orion einsetzen, anstelle jetzt vom zerstörten Warhammer, denke ich. Dann nehme ich noch einen Dragon-Teil, weil dann habe ich noch einen vollständigen Dragon. Ja, Marauder. Ne, alles andere nicht unbedingt. Ah, okay, hier Centurion ist der auch vollständig, so. Nicht, weil ich ihn einsetzen will, okay, eh noch wieder Teile dazu kriegt, was weiß man ja immer nicht, was er einem gibt. Ich wollte jetzt nicht nochmal auf Archer gehen.
Aber ja, der Orion ist ein guter Ersatz jetzt für den Warhammer auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, kann sein, dass ich einen Orion relativ am Anfang hier mal eingesetzt habe. Eigentlich finde ich den ziemlich cool. Aber man muss wirklich gucken, wie man den modifiziert. Weil wenn man das nicht macht... Okay, das ist gar nicht der normal. Genau, noch mehr Waffen, weniger Panzerung. Okay, der Dragon kommt aber in Storage und der Centurion auch. Und den Orion, genau, den behalten wir. So, Mission geschafft. Ah, wir haben ein Problem. Sie will wissen, wo der Prison Transport ist. Okay, weil irgendwie Lady Cunninghams Leute sagen, die haben den Transporter nicht gesehen und Hadley auch nicht und bla. Und wir sagen, hey, was, wir haben die doch dahin gebracht. Okay, aber nicht was, zumindest nicht laut ihr. Okay, also wir haben sie zu einem Dropship gebracht, das war dann wahrscheinlich das Falsche. Ja, ist eine andere Söldnereinheit, die haben quasi ihr Union Dropship umgemalt, Union stand hier gar nicht, aber ihr Dropship umgemalt in Davion-Farben und deswegen haben wir die jetzt quasi dahin abgeliefert. Richtig schlecht. Also, aber ich hinterlasse euch die Nachricht jetzt nicht, um euch einfach nur hier zu verhöhnen. Ja, okay, vielleicht ein bisschen, aber ihr seid ja gut bewaffnet und ich will ja nicht, dass ihr auf mich böse seid. Ah, okay. Schön. Und ne, quasi als kleinen Dank und Dings, damit wir nicht böse auf sie sind, sagt sie uns, wo die Yacht von Prinz Hanse Davion ist. Sie hat die zwar geplündert und bla, aber ansonsten ist das Ding komplett intakt. Und das können wir unserem Arbeitgeber sagen, damit quasi die Wogen so ein bisschen geglättet werden. Also sie wird angepisst sein, die Lady Cunningham, sagt sie, ja. Aber mit ein bisschen Glück. Okay, mit ein bisschen Glück ist sie zu sehr damit beschäftigt, ja, zu schauen oder nachzuvollziehen, wie dieser Switch von den Koordinaten stattgefunden hat. Ja, und dann ist sie vielleicht nicht so böse auf uns. Sie wird uns auch nicht verraten, wie sie das gemacht hat. Hier, Geheimnis... Okay, Dropship should have some... Ja, genau, aber da das die Yacht, das Dropship... Yacht ist ein Dropship, keine Ahnung. Wieder da ist, sollte das alles gar nicht so schlimm ist. Und ja, das, sie tut uns damit jetzt einen Gefallen, daran sollten wir uns erinnern. Ist klar. Okay, die findet scheiße, dass die halt einfach so wegkommt, finde ich auch. Ja, und es war auch in ihrem Interesse, diese Yacht wieder da einfach abzustellen, weil das Ding einfach zu auffällig und zu, ja, gejagt ist von verschiedenen Seiten, als dass man das wirklich verstecken könnte oder so. Deswegen, sie tut uns keinen Gefallen. Sie zieht uns einfach in diesen ganzen Schlamassel rein, so dass wir ihren Kram wieder aufräumen müssen. Da sagt Darius, jo, das stimmt, aber andersrum ist es natürlich auch richtig, dass wenn wir die Yacht zurückbringen, dass das für unseren Ruf ganz gut ist. Ja, die haben die nämlich bestimmt schon abgeschrieben. Also, ne, sein Vorschlag, okay, komm, lass uns das einfach hinter uns lassen und einen neuen Job suchen und wir wären sehr froh, wenn wir einfach nie wieder über Ayasha Hadley, also über die Olle da gerade, nachdenken müssen. So, also, genau, Darius, guter Plan. Ja, dann viel Spaß dabei, das mit Lady Cunningham wieder in Ordnung zu bringen. Oder viel Glück dabei und er sagt, jo, werde ich auch brauchen. Aber trotzdem, hier, Ruf voll nach oben gegangen. Oh, wir haben einen doppelt verbesserten Legmod gekriegt. Okay. Ein King Crab Teil, was sehr geil ist, weil ich schon eins hatte. Das heißt, noch ein Teil und wir haben eine King Crab. Mega. Eine dreifach verbesserte AK-10, auch sehr geil. Leider nicht mit Extra Damage, aber mit Stability Damage. Dreifach verbesserte LSR-5, aber auch nur mit Stability Damage. Doppelt verbessertes Gyro. Nett. Aber das wiegt dann, glaube ich, auch, ne? Nee, geil. Wiegt nichts.
Das ist sehr schön. Doppelt verbesserte AK-2, cool, Rangefinder, A-Mod, SRM, Zikada-Teil. Ja, ist doch in Ordnung. Ist doch, und hier SRM-4 verbessert mit Schaden. Und Fettkohle. Ja, Mockingbird has died. Können wir uns einmal angucken auf dem Memorial Wall. Da sind ja leider schon ein paar Mech-Krieger und Mockingbird war erst von Tag 673 dabei und hat uns an Tag 863 wieder verlassen. 6 Tode haben wir insgesamt in der Company. Sie war 23 Mal eingesetzt, 10 Mal verletzt und hat 39 Abschüsse. Also Mech-Abschüsse, 7 Fahrzeuge oder so. Und tja, jetzt ist er halt gestorben, ne? Machst du nix. Gut, ja, auf diesem Planeten hier gäbe es noch zwei Draconis-Kombinationsmissionen, also Kurita-Missionen. Einmal gegen Piraten, das könnte man natürlich machen. Und einmal, okay, gegen die Fetzhans würde ich nicht unbedingt gerne machen, obwohl hier geil mit Kohle und so. Aber nee, kein Bock. So oder so, das machen wir natürlich eh nicht mehr heute, denn das Video ging jetzt schon ziemlich lange, auch aufgrund dieser Unterbrechung. Und ja, wo wir noch nachgucken können, wäre hier mal ein bisschen die Mechs einzustellen, zu reparieren. Ich denke mal, ich werde vielleicht eine Aufnahme wieder machen, wo ich schon ein Stück weiter bin, weil zum Beispiel hier diese Einzelmission noch machen, zum nächsten Planeten fliegen, das muss man ja nicht unbedingt aufnehmen, das ist vielleicht nicht so spannend. Was wir aber für hier noch machen können, ist auf jeden Fall die Dinger hier ausrüsten. Wobei, ich muss mal schauen. Vielleicht nehme ich auch einfach beim nächsten Mal direkt wieder auf, wenn ich spiele. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß es doch immer nicht vorher. So, ach so, das ist das Problem. Das Ding ist ausgerüstet, aber es fehlen Teil Waffen, weil, ne? 11 Tonnen drunter. Das Ding hat bisher einen Large Laser und 2 Medium Laser. Okay, genug Waffenaufhängung, alles für Energie, sehr cool. Ja, dann bauen wir doch einfach noch ein bisschen was da rein. Dann bekommt er einen zweiten Large Laser. Könnte man machen, muss man aber nicht. Nee, ich glaube eher auf Medium Laser gehen. Und wir geben ihm jetzt mal nichts Besonderes. Also ich gehe jetzt hier nicht auf verbesserte Komponenten. Weil wir den dann einfach einsetzen für, okay, er rennt rein, macht alle kaputt. Das sind jetzt 6 Medium Laser, ein Large. Da müsste man eigentlich jetzt natürlich noch Heatsinks reinpacken. Obwohl er immer noch eine Waffenaufhängung mehr hat. Wo sind denn die Heatsinks? Da. Ja, oder doch noch ein Heatsink, ein Laser. Wo passt denn hier noch ein Laser hin im Kopf? Oder 2 Small Laser für dann wirklich Nahkampf-Action. Finde ich, glaube ich, noch besser. Ja, geben wir dem noch 2 Small Laser. Einen hier, einen da. Mal kurz überlegen, ob ich noch was ändern möchte. Panzerung ist okay, an den Beinen nicht so ganz stark, aber ist in Ordnung. Nö, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich meine, das Ding hat 75 Tonnen, kann leider nicht springen, hat aber jetzt gute Wärmeabfuhr. Ist halt eher alles auf Nahkampf. Ist im Prinzip ein bisschen so wie der Battlemaster, nur dass er hier halt noch einen Large Laser hat. Ist aber okay. Kann man mal so machen. Firepower ist jetzt nämlich relativ hoch. Klar, Range ist scheiße. Ich vermute, ich hatte vorher einen zweiten Large Laser drin und deswegen ist die Average Range weiter unten. Aber egal, was soll's. Medium Laser haben wir halt genug und Smalls noch dabei, damit noch mehr Feuerkraft ist, wenn man nah ran ist. Ist jetzt schon gar nicht schlecht. Brawler eh immer geil. Deswegen. Machen wir so, kostet auch nicht lange, also 4 Tage nur, kostet nicht viel Zeit, das fertig zu machen. So, mal gucken, wie wir den Orion bauen. Ja, der hat auf jeden Fall etwas weniger Panzerung, deswegen sollten wir den eigentlich wieder aufpanzern, aber dafür eine Menge Platz und schön viel verschiedene Waffenaufhängung, das ist gar nicht mal schlecht. Ja, Jumpjets wird er wohl nicht kriegen, aber auf jeden Fall kriegt er Panzerung. Weil man braucht Panzerung. Das heißt, wir machen ihn eher wieder so wie den Standard-Orion. Aber gucken wir mal. So, auf die Beine will ich nicht so viel dazu machen. Lassen wir erstmal so. Ist schon gar nicht so verkehrt. Geht immer noch einiges an Panzerung, aber machen wir erstmal. Was ist das hier? Ja, okay, er braucht mindestens eine Waffe. So, man könnte über eine AK-10 nachdenken im Torso. AK-10, LSR-15 oder sowas, dann ist der eher auf Range. Mal eben gucken.
AK-10 mit extra Damage. Nice. Oder hier die Super AK-10, aber die hat mehr Crit, aber nicht mehr Damage. Einfach erstmal theoretisch. So, wenn wir nämlich das machen und jetzt auf eine LSR 15 gehen, hier haben wir eine mit extra Damage. So, dann braucht er jetzt natürlich, also er braucht eigentlich eher sogar 2 Tonnen LSR Muni. Er braucht 2 Tonnen AK-10 Muni auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind noch 6 Tonnen frei. Es sind auch noch Waffenslots frei. Problem ist nur, dann wird es jetzt technisch schwierig. Also wenn ich dem jetzt 2 Medium Laser dazu gebe, um das hier auszunutzen. Naja, wir können ja mal gucken. Aber ich denke, dann geht es hitzetechnisch nach oben. So, wenn wir ihm einfach 2 ganz normale Gammel Medium Laser geben. Einen in den Arm und einen in dem. So, dann ist hitzetechnisch nämlich jetzt schon nicht geil. Wenn wir jetzt noch Heatsinks nehmen, 4 Stück oder was? Beine oder hier? Ne, da können wir ein Büro theoretisch reinmachen. Machen wir mal einen. Machen wir hier in den Torso. So, ist aber eigentlich ganz geil. Also er kann die ganze Zeit AK-10 LSR-15 schießen, hat genug Munition dafür dabei. Und nimmt die Laser noch dazu, sobald sie in Range sind. Ist eigentlich gar nicht so scheiße. Panzerung auch gut. Doch, das gefällt mir. Man könnte überlegen, einen Heatsink rauszumachen und noch eine Tonne Panzerung mehr zu nehmen, damit er auch einfach wirklich die ganze Zeit schön feuern kann und sich nicht verstecken braucht, weil ne, Munition immer schwierig. Also wenn der dann irgendwie ja, offen ist, ist es nicht so gut. Normalerweise hat er auch die AK-10, hat aber halt eine KSR-4. Oh, okay, und eine LSR-15. Ich meine, der normale hat doch. Also, das ist ja nicht der normale, ist ja der V-Bau. Ich meine, der normale hätte nur eine LSR-10, KSR-4. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Arschvoll Munition. 2 Tonnen für KSR. Also, okay, der hier. Alles klar. Ist natürlich schon fett, ne? AK-10, LSR-15, 2 KSR-4, 2 Medium Laser. Das ist schon ziemlich fett. Aber dann hat er weniger Panzerung und kaum Hitzeabfuhr. Nee, das gefällt mir so eigentlich besser. Zumal wir so Brawler, ich meine, der zählt trotzdem irgendwie als Brawler. Habe ich ja schon einige. Nee, das, ich lasse das, glaube ich, genauso. Das ist okay. Also er könnte noch etwas mehr Panzerung haben, aber er hat schon ganz gut was. Ist relativ gut bewaffnet. Hitzetechnisch völlig okay. Doch, das finde ich gut. Den lassen wir so. Right. I'll get it in the schedule. Wenn man das mal vergleicht mit dem Warhammer, der hatte als Hauptbewaffnung 2 PPK und dann noch die beiden M-Laser dabei, also der Davion Warhammer, der vorhin kaputt gegangen ist. Ich meine, klar, der hat 5 Tonnen mehr, aber dann hat er im Vergleich dazu halt die AK-10, die ungefähr so wie eine PPK ist, sogar ein bisschen geiler, weil Hitze besser und alles. Und eine LSR-15 statt der zweiten Hauptwaffe oder eben die als zweite Hauptwaffe, was auch geil ist. Und dann auch 2 Medium Laser, so wie der Warhammer auch. Plus er müsste sogar vielleicht mehr Panzerung haben. Auf jeden Fall wesentlich bessere Heat Dissipation. Ist gar nicht schlecht. So, mal gucken. Mit den Reparaturzeiten. Ich werde die Banshee mal nach ganz oben schieben, weil sie nur einen Tag dauert. Okay, Banshee, Highlander, beide nur einen Tag. Das ist gut. So, und jetzt müsste man mal schauen. Awesome wäre geil. Ja, wir setzen den Awesome höher, weil ich ihn auch einfach einsetzen möchte, weil Awesome finde ich eh super und hatten wir hier noch nicht. Aber 11 Tage der Grasshopper, 4 der Panther. Nein, den Panther, Panther und Firestarter brauche ich doch eigentlich gar nicht mehr. Die schmeiße ich auch raus. Das war nämlich, weil man diese leichten Max haben musste für die eine Mission. Hier, der Highlander braucht auch nur einen Tag. Den schieben wir nach oben. So. Und den Awesome, genau, das ist schon mal in Ordnung, wenn ich die alle hätte. Weil ich sag mal, man springt ja meistens so, weiß ich nicht, 12 Tage, 15 Tage zu einem anderen Planeten oder so. Deswegen, dann wären die hier alle fertig, das wäre cool. Den Dragon möchte ich aber auch einsetzen und den Orion, also schiebe ich auch, obwohl es natürlich nicht so das erste Wahlding ist, aber den Dragon direkt hinter den Awesome. Einfach damit ich im nächsten Video oder so euch mal ein paar andere Mechs noch zeigen kann. Ich meine, Highlander habt ihr schon ein paar Mal gesehen, Banshee auch. Awesome noch nicht, Dragon noch nicht, Zeus weiß ich nicht, ob ihr den im Video gesehen habt. Wahrscheinlich schon, habe ich schon ein paar Mal eingesetzt. Archer mega, Grasshopper sowieso.
Nee, genau. So lasse ich jetzt erstmal die Reihenfolge. Also mit den Reparaturen kommt man da kaum nach. Den senden wir wieder in Storage, den Panther auch. Was dann zwei Slots für andere Mechs freimachen würde. Das Ding ist jetzt nur, wenn ich jetzt andere Mechs vorbereite, braucht er ja noch länger hier für Reparaturen, Zeug und alles. Deswegen, ich lasse es, glaube ich, erstmal so. Und lasse die erstmal da alle fertig reparieren. Mal gucken, ob man ein bisschen Punkte verteilen kann. Klar, hier durch den Simulator, ne? Weil er ja noch nicht im Einsatz. Yes, Commander. Yes, Commander. Megasaurus endlich auch alles auf 10. Ready for orders. Standing by. Mitch auch, sehr schön. Yeah. What's up, boss? I'm ready for orders. I await your command. Receiving you. Receiving you. Training confirmed, Commander. Okay, also bis auf den Tarzan und hier diesen Geese Burn heißt er, okay. Ja, also bis auf ihn und hier die Glitch, den neuen Piloten, sind die eh alle jetzt schon ganz oben. Einige verletzt gerade. Aber, ne Moment, das ist nur hier Work Order. Mokassin ist aber schon fast wieder am Start. Ja, okay, also bis zum nächsten Planeten oder so hätte man sicherlich zwei Piloten wieder. Vielleicht noch ihn, müsste man gucken. Aber auf jeden Fall mache ich ja diese Mission hier noch. Also zumindest die gegen die Piraten. Allerdings jetzt nicht im Video, denn wie ich vorhin schon mal irgendwann sagte, das ging jetzt lang genug. Aber wir haben die Mechs noch ausgerüstet, ihr habt das gesehen. Und ich versuche einfach da auch noch so ein paar andere Dinger mit reinzubringen. Also ich würde echt euch gerne den Draken zeigen und den Orion auch einsetzen. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö!